Den habe ich übersehen, ey. Ich habe mir gerade hier keine Ahnung was angeguckt und wollte hier gerade über diese Kreuzung rollen. Na, guck mal, der hinter mir hat sogar Platz gelassen, dass ich jetzt zurückfahren kann. Sehr nett. Ey! Guck mal, ich gehe sogar rückwärts an der roten Ampel, damit dieser Überweg schön frei ist und der Fahrradkurier düst einfach drüber. Ah, da ist er! Dieser gelbe Fahrradkurier. Mal gucken, ob er wieder bei Rot fährt. Ah ja, guck mal, Alter, die bleiben stehen, die zwei normalen Fahrradfahrer, sage ich mal. Und der Kurier, der fährt einfach auf dem Gehweg außenrum. Also ich war zwar lange weg, aber das Nörgeln über Fahrradfahrer, über schlechte Fahrradfahrer ablästern, das habe ich vermisst. So, willkommen zu einem neuen STV-OMG-Video. Ein Jahr ist es her, seit wir das letzte Video hochgeladen haben. Und ich würde sagen, wir machen genau dort weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Rumfahren, Sachen angucken, sich über andere Fahrer aufregen. So das, was wir bisher auch gemacht haben. Los geht's! Mann, Mann, das war nix. Ja gut, ich hätte ein bisschen weiter nach rechts fahren können. Egal. Das war noch okay, oder? Da durchzufahren. Das war kein durchgehender Zebrastreifen. Das war da, wo der alte Mann war. Das war ein anderer Zebrastreifen. Er war noch nicht an meinem angelangt. Zweispuriger Kreisverkehr. Aber im Kreisverkehr sind keine Spuren mehr. Hä? Okay. Da führen zwei Spuren in den Kreisverkehr rein und dann im Kreisverkehr ist es einfach irgendwie eine große Fläche. Und da muss man wohl so, keine Ahnung, so Frankreich-Style oder so. Oder Thailand-Style, keine Ahnung, einfach so auf dieser im Kreisverkehr dann zurechtkommen. Geil, mit dem Roller auf der Bundesstraße. Ich kenne die mehr so aus der Stadt und nicht auf der Landstraße. Krass, wie lange standen die da schon und haben gewartet, bis die einer rüberlässt. Und der Chopperfahrer hinter mir, der ist mir fast reingefahren, hatte ich das Gefühl. Hauptsache bei jedem Gangwechsel einmal so am Gashahn ziehen. Den meine ich. Boah, und so knapp an einem Fahrradfahrer vorbei mit der Lautstärke. Hammer, da war eben ein Schild bei Stau, Bahnübergang freihalten. Schon krass, dass es dafür extra ein Schild benötigt. Also, dass da echt Leute auf den Bahnübergang draufgefahren sind, also wahrscheinlich, und die deshalb dieses Schild gemacht haben. Was für ein Affe. Okay, das provokante Hupen war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber was war das für eine Aktion? Wow, was war hier los? Hier hat es einen richtig geschleudert. So, das war's. Das erste Video nach über einem Jahr. Ich fand's toll. Ich hoffe, ihr auch. Und mal gucken, wie oft jetzt Videos kommen.
Also mein Ziel ist es schon, nicht jetzt jährlich nur ein Video rauszubringen, aber mal sehen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Boah, das ist doch ein tolles Schlussbild. Das sind aber schöne Kühe. Und bis zum nächsten Mal.